letzte Vorbereitung. Klar. So. Also, wir spielen den Resident Evil 1 Remake Item Randomizer. Und ich habe es vorher noch nicht getestet. Ich denke mal, aber es sollte funktionieren. So. Ihr könnt ruhig kommentieren. Die Umfrage ergab, dass wir mit Jill spielen. Und Resident Evil. Das Ganze auf normal. Ich nehme das Standard-Outfit. Ist immer das Beste. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Okay, ich muss mal kurz starten, weil ich habe das Gefühl, der Randomizer ist abgeschmiert. Wäre natürlich nicht so toll. Ne, der Randomizer ist abgeschmiert. Ich muss das Ganze nochmal neu starten. Dauert nicht lange. Das geht schnell. Spielen als Jill. Bitte nicht abschmieren. Es schmiert ab. Schmiert schon wieder ab. Und ich weiß nicht wieso.
Ach, das ist schade. So, das ist natürlich jetzt ganz ärgerlich. Es tut mir auch unendlich leid, dass das jetzt gerade hier passiert. Dann würde ich sagen, machen wir halt erstmal ein Standardspiel. Mit Jill. Und dann beim nächsten Stream schaue ich mir dann nochmal genau an, was das Problem ist. Könnte auch daran liegen, dass ich mit Windows 11 unterwegs bin. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Whisker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. All right, stay sharp, Leute. Ich bin natürlich unendlich enttäuscht, dass das mit dem Randomizer nicht klappt. Aber schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Ink Ribbons mit. Das wird ein Casual Playthrough, also ganz gechillt zocken. Aber triggern wir hier mal ein paar extra Cutscenes, die man sonst selten zu Gesicht bekommt. Blood. I hope it is not Chris's blood. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Alright, Barry. Du bist der Mann. Dann laufen wir mal zurück. Es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Den einen Typen da zu triggern, den Zombie. Den man halt reinläuft direkt gleich. Oder indem man halt öfters versucht, hier zu Wesker zu kommen. Der Barry, der lässt dann auch, glaube ich, irgendeinen Spruch ab. Got cold feet already? That's not like you. Das ist hier zum Beispiel. Ich glaube, jetzt muss man dann hier lang laufen und dann kommt der raus. Genau. Who is it? You! Freeze! Get away from him, Jill! He's insane! He's insane! What the hell? We better report this to Wesker. So, jetzt müssen wir nochmal zurück zum guten alten Wesker Boy. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea.
So, ich glaube, der schnellste Weg ist hier hoch. Und dann wieder runter. Ne, doch nicht? Oder ganz hoch? Ja, und jetzt nochmal runter. Ja, genau. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. Not much we can do. Ja, Resident Evil, ne? Es war so im Grunde mein erstes eigenes Resident Evil, das ich gespielt habe. Vor 14 Jahren oder so. 14 Jahren? Was rede ich da? Vor 20 Jahren, Digga. Vor 20 Jahren, da habe ich mir von meinem ersparten Taschengeld die Nintendo GameCube gekauft, nur wegen Resident Evil. Ich war so hyped. Ich habe jede Information gefressen, die es im Internet gab über dieses Spiel. Das ist einfach nur unglaublich. So, jetzt haben wir den Dietrich bekommen, müssen allerdings wieder zurück zum Dining Room. Ich habe das Spiel hoch und runter gezockt, war. Also ich habe das gesuchtet ohne Ende. Damals sogar Speedruns auf Invisible Enemy Mode gemacht und so weiter. Da habe ich noch mit einem Kumpel zusammen. Im Safe haben wir noch das damals immer gemessen. Voll geil. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Triggern nochmal die eine Cutscene. Ah ne, die Cutscene wird gar nicht getriggert. Stimmt. Aber den... Naja, das Tape. Aber den eben nämlich so getriggert haben. Okay, der hat nichts mehr. Jetzt weiter. So. Hier ist der Käfig. Na. Scheiße mit dem Randomizer. Das ist echt nervig. Aber das ist natürlich so, wenn man vorher nicht richtig vorbereitet ist und nicht richtig testet, ne? So. Hier. Werde ich vielleicht irgendwann mal brauchen, aber jetzt glaube ich erstmal nicht. Obwohl das hier so eigentlich so der asozialste Korridor ist, der jetzt kommt. Hier der Spiegelkorridor. Gibt's zwei Stellen. Kommt man echt schwer vorbei, ne? Also hier haben wir erstmal den Motherfucker, der steht später erst auf. Jetzt noch nicht, glaube ich. Ja, ich höre den schon. Steht da. Einfach dran vorbeilaufen. Zack. Jetzt holen wir uns die Spitze hier, die Pfeilspitze. Objekt untersuchen, bla, das sind so die Standardtexte, die man dann halt hier vorgesetzt kriegt. Prüfen. Pfeilspitze abmachen. So, dann hätten wir das auch schon mal gleich erledigt für den. Oh! Wieso habe ich dich getriggert? Okay, die Munition, die kann ich mir auch später holen. Die ist jetzt nicht so wichtig, aber das war jetzt interessant, dass er da vorher irgendwie rauskam. So, da hinten läuft jetzt noch einer rum. Den ignoriere ich jetzt auch mal gekonnt. Schnapp mir den Dagger, der ist ganz wichtig. Verteidigungsobjekt, bla bla. So, und dann geht's hier wieder raus. So, und dann ging es nochmal. Oder warte mal. Richtig? Bin richtig, ne? Ah ja, jetzt muss ich nochmal. Genau, jetzt muss ich hier. Zum Friedhof, meine ich. Muss mir das Buch holen, genau. Für den Schlüssel. Na, Kollege. Schlecht gefrühstückt oder was? Okay, hier können die nicht viel machen, außer kotzen. Der ist jetzt der Einzige, der hier gefährlich werden kann. Natürlich. Und der wird gefährlich. Hier, okay, bleibt mal da stehen. Wollen wir uns hier mal
später die Shotgun-Munition. Nein, nicht von hinten. Oh. Hinten ist kacke. Das sieht so aus, als hätte man so super viel Platz zum Rangieren. Aber dann ist da doch irgendwo so eine unsichtbare Ecke. Ich versuche mal hier Button-Mashing, den Speedrun-Trick. Stairskating funktioniert irgendwie nicht. Weiß auch nicht, wie die das machen. So, jetzt habe ich hier das Buch der Schande. Ah, ne, der Verfluchung, Entschuldigung. Ah, prüfen. Und jetzt gibst du mir mal den Schlüssel. Ich glaube, meine beste Zeit, Speedrun-Zeit von Resident Evil mit Jill oder mit, ne, mit Chris auf Hard war, weiß ich gar nicht, 1,30, 1,20 oder so. So, Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt. Riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Vor allen Dingen hier, eine, die nichts Böses riecht. Was riecht denn böse? Furz oder was? Böser Furz. Nee, das will ich nicht riechen. Schneid mir die Nase ab. Na, ihr Kollegas, was geht ab bei euch? Seid ihr... Uah, du bist schon so nah. Okay. Oh nein, nicht rauskommen. Oh, Gott sei Dank. Okay, das ist nah. Ich will die nicht töten. Weil irgendwann despawnen die, glaube ich. Wenn man, glaube ich, alle vier Masken hat, dann despawnen die. Und ich muss vorher sowieso nicht darunter. Geht's mit... Oh, Warnung. Okay. Ich heile mich mal kurz. Jetzt geht's hier unten lang. Dann machen wir gleich auch direkt mal das Jill-Sandwich. So, die Map, oh, brauche ich die? Soll ich die holen? Das wissen auch nicht viele. Man muss das Ding nicht zwingend schieben. Man kann einfach so rüberklettern. Ich hätte schon gerne hier die Granate, ne? Scheiß drauf, dann baller ich den halt weg. Der kommt da eh nicht raus. Ah, Dolch ist das, okay. Ja, ja, komm. Komm, Junge, komm. Schießen. Nein. Oh Mann. Ich hab vergessen, wie man schießt. Egal. Den brauchen wir eh nicht mehr. Jetzt gehen wir... Ah, Mist. Jetzt gehen wir hier hoch. Und dann gehen wir hier raus. Wir scheißen jetzt mal kurz auf die Karte. Ist nicht wichtig. So, jetzt... Ich habe mich hier beim ersten Mal, ne, in beiden Teilen, also im... Hey Jill, Alter. Im Original sowie auch hier im Remake, ich habe mich eingeschissen. Mit den ganzen Hunden, die hier durchs Fenster gesprungen kommen. Normalerweise hat mich das hier schon erschreckt, dieses Splittern des Glases. Aber diesmal war ich darauf vorbereitet. Und vielleicht auch, weil ich im Laberflash war. Hier ist Munition, das ist gut. Nehmen wir uns auch mit. Hier in dem Ding, in dem Badezimmer ist, glaube ich, nur ein Dolch. Aber den hole ich mir nicht, weil es lohnt sich nicht. Aber ich könnte hier das Ding aufmachen und da reingehen. Gucken, ob ich da nicht schon mal was Interessantes holen kann. Ach ja, hier war ja, genau. Hier war das Ding. Das können wir mitnehmen, ohne Probleme. Die Hunde, die springen erst rüber, wenn man sich an den Heilkräutern vergeht. Vorher nicht. So, hier die Tür ignorieren wir mal. Hier kommt auch noch keiner durchgejumpt. Habe ich noch Platz? Ich habe noch Platz. Dann holen wir uns jetzt mal direkt erstmal die Flinte. Dann hoffen wir mal, dass Barry vorbeikommt und uns hilft.
Okay, das ist sehr gut. Mitnehmen. 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 Okay. Wir alle wissen, was das bedeutet. Oh oh. Dude. Ich glaube, das war einmal durch die Tür, lässt sich nicht öffnen. Dann umdrehen, durch die Tür, lässt sich nicht öffnen. Genau. Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Nice. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Meint ihr, der Barry, der wurde hier schon von Wesker erpresst, weil er sich jetzt schon so komisch verhalten hat? Ich meine schon. Kann ja auch nicht in die Augen schauen und so weiter. Das ist schon ein bisschen seltsam. Was sagt ihr dazu? Jetzt muss ich eigentlich hier durch, ne? Ja. Erste Safe Room. Okay, der ist nicht tot. Was eigentlich okay ist. So. Liegt hier nicht noch was? Ne. Hier liegt was. Naja, das Ding. Kann ich nicht nehmen. So. Dann packen wir mal das Messer weg. Farbbänder. Die Shotgun-Munition und die Shotgun erstmal und das brauche ich jetzt auch noch nicht. Ah ja, auf weißes Nachladen, alles klar. Dann nehmen wir uns mal den Treibstoff. Den Treibstoffkanister mal mit und packen den auch weg. So. Weiter geht's. Jetzt bin ich kurz am Überlegen, wo muss ich jetzt lang? Oben, ne? Ja. Ich brauche jetzt nämlich... Ups, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So, ist auch so ein alter Trick, der nicht immer funktioniert. Das war jetzt mehr Glück. Okay. Oho. Oho, Junge! Du hast es aber eilig hier. Gehen wir nochmal hier rein. Hier gibt es jetzt nochmal Munition, die Hundepfeife und ein Feuerzeug. Oh. Zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun... Ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon, im ersten Obergeschoss, an der Westseite der Terrasse und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen, das Objekt,
das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Interessant, ich frage mich, welches Objekt der meint. Ich habe das jetzt gerade nicht im Sinn. Zionhorden, wie ein Profi. Was ist das Feuerzeug? Gott sei Dank muss man das nicht auffüllen erst, wie in Resident Evil 3. Jetzt habe ich die Hundepfeife. Jetzt muss ich da oben nochmal lang gehen. Woo! Lass mich vorbei. Oh, okay. Oh, der Trick hat wieder funktioniert. Haha. Nice. Jetzt direkt abbiegen. Das könnte ich eigentlich schon machen, oder? Nee, kann ich noch nicht. Ich habe den Schlüssel nicht. Okay. Ich hier schon rein? Auch noch nicht. Ah ja, hier brauche ich auch den Rüstungsschlüssel. Alles klar. Ja, dann. Raus hier. Nix wie raus hier, Jungs. Mädels. Jetzt kriege ich hier dumm Geschosse. Glaube ich. Keine Ahnung. Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. Yellow and mellow, those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Säuregeschosse, very nice. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks, I'll take it. See you later. Ciao. Ciao. Ist die, Jill jetzt auf einmal Italienerin, oder was? Ciao. Ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Jetzt habe ich, was nochmal? Hundepfeife. Ah ja, ich kann noch mal hier rüberlaufen jetzt oben. Ich glaube, der Zombie sollte jetzt auf der anderen Seite sein, rechts. Oder? Nein! Nicht! Sackfresse, Alte. Hat der mich einfach weggenockt. Okay, Alter, geht der mir auf die Eier. Alter, geht der mir auf die Eier. Alter, geht der mir auf die Eier. Ist er tot? Ja, der ist tot. Oh, Junge, ich dachte, der spawnt von der anderen Seite. Was für ein Scheiß, egal. Ja, das wollte ich machen. Jetzt geht's hier lang. Ach ja. Ich glaube, hier komme ich auch zu dem Hundegepfeife-Gedöns. Aber ich muss erstmal Heilung haben. Ich kann aber schon mal hingehen. Hier schnell, bevor der hier hochkommt. So, nice. Nochmal hier rein. So, Leute, nicht wundern, ich werde zwischendurch mal so ein paar kleine Pausen machen. Maximal 10 Minuten, aber wenn ich früher zurück bin, dann bin ich früher zurück. Okay. Das nehme ich mal mit. Und ich nehme das mal mit. Ach nee, hier ist kein Kanister. Ich hätte das aufladen sollen, als ich die Möglichkeit hatte. Egal. Warnung. Okay, ein Hit kann ich noch aushalten. Ich muss nach oben.
Ich muss die Hundepfeife besorgen. Also die Hundescheiße. Weißt du was? Okay, ist zwar jetzt ätzend, dass ich nochmal hier reingehe, aber ich muss nochmal da reingehen. Ich will die Hunde wegballern, ohne dass die mich wegballern. Steht hier? Ich werde auch keine Munition mitnehmen. Warte mal. Ah, hallo Safe, alles klar. Ich sehe jetzt erst deine Kommentare. Upsala, falsches Fenster. Was wollte ich jetzt nochmal mitnehmen? Ach, das wollte ich wieder weglegen. Ich brauche das nicht, weil auf dem Balkon ist nämlich Heilung. So. Nein! Especially against living things! Oh, ich hätte mich doch vorher. Ich dachte, der steht auf der Treppe! Jawohl! Okay, ich mach nochmal aus. Nicht aus. Ich mach nochmal jetzt kurz Pause. Und dann gibt's ein Retry. Und dann fliege ich aber durch, keine Sorge. Okay? Versprochen ist versprochen. Scheiße. Muss eine kurze Pinkelpause machen. So. So, ich bin wieder da. Also, es tut mir leid, dass ich so kläglich versagt habe. Heute zweimal schon. Einmal mit dem Stream. Also mit dem Randomizer und einmal, einmal hier. Game. So. Egal, wir versuchen es direkt nochmal von vorne. Neues Spiel. Evil. Bergsteigen. Nie im Leben nehme ich das Fünfer Outfit, Alter. Niemals. Das gucken wir uns auch nicht nochmal an. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Fünfer Outfit ist einfach. I go back Ja, expendable. Secure this area. Leute, ist mit dem Stream soweit alles in Ordnung? Hi, Hartmann Klinginger. Alles klar.
dining room. A dining room. Diesmal machen wir das anders. Diesmal gehen wir direkt zum Zombie durch. Skippen den weg. Okay, das lasse ich laufen. Episch. So. Barry, hilf mir, Barry. Komm schon. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! Bumm, der schießt mit einer Magnum drauf, Alter. Mit einer Colt Python. Und das Ding steht wieder auf, Alter. Let's report this to Wesker. Okay, jetzt haben wir wenigstens schon mal beide Varianten hier von der Opening Scene gesehen. Digga! Kannst du mir bitte im Chat schreiben, wenn irgendwas ist? Nicht, privat. Weil sonst ploppt hier alles auf. Zeitverzögert vom Sound. Okay, dann muss ich das nächste Mal anscheinend irgendwie fixen. Ich muss mir das mal nachher im Stream nochmal genau angucken. Also nach dem Stream nochmal genau angucken. Okay, dann muss ich das wohl beim nächsten Mal noch mal irgendwie einstellen. Ich weiß zwar nicht wie. Got it. Okay. Aber wir finden schon einen Weg. Aber jetzt spielen wir mal ein bisschen intelligenter. Ja, so ist das halt, ne? Das ist das erste Mal, dass ich heute hier streame, aber dann ist es so ein Lernprozess, ne? Man lernt auch immer dazu. Hat was wahrscheinlich auch mit der Codierung zu tun, weil ich streame noch nicht mal auf 1080, also auf Full HD, sondern nur auf 720p. Was ich schon ein bisschen seltsam finde. Aber so ist das mit der Technik. Es läuft auf jeden Fall schon mal verdammt viel besser als auf meinem alten Rechner. Mit meinem alten Rechner hätte ich das nicht machen können. Habe ich alles Mögliche versucht. Es ging nicht. Gar nicht. So. Mal beide grünen Kräuter mit. Dennoch was? Nein. Jetzt machen wir nochmal hier den gleichen Scheiß wie letztens. Mal gucken, ob ich diesmal auch wieder so gut durchkomme. Ich glaube nicht. Machen wir Folgendes. Wir nehmen das hier. Nehmen das hier. Oh oh. Okay, scheiß drauf. Ich muss den Hit kassieren. Sonst komme ich nicht hier vorbei. Ich habe doch gesagt, es ist eine Asozialität, diese Stelle hier. Der Spiegelkorridor. So, jetzt gehen wir nochmal hier und nehmen uns das Ding mit.
Ich glaube, ist der Typ. Der liegt. Den lasse ich jetzt erstmal laufen. Jetzt habe ich ihn angehittet. Die komische COD-Steuerung hilft sehr gut beim Ausweichen. Ja, ich weiß. Und ich habe leider gerade, vorhin wieder zum zweiten Mal vergessen, die alternative Steuerung zu aktivieren, was natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr ungünstig ist. Jetzt gehen wir nochmal hier raus in den Garten und holen uns diesmal nicht die Schrotflintenmunition, sondern gehen direkt. Ne, da komme ich nicht vorbei. Das ist wieder so eine Finte von Mikami, Alter. Solange die auf der Treppe sind, können die einen nicht packen. Nicht kombinieren, prüfen. Okay. Peridot. Na komm, runter, runter, runter. Wie machen die das, Alter? Alter, die machen das so schnell, die tippen so schnell, dass sie da runterskaten. Warte, wortwörtlich runterskaten. Mal direkt wieder raus. Das Buch können wir uns gleich nochmal unter die Lupe nehmen. Alter! Wie der frisst! Zombies im Friedhof sind wahrscheinlich Leute, die durch die T-Virus-Infektion scheintot wurden und begraben wurden. Das kann gut sein, ja. Die sehen auch noch, ja, wie soll ich sagen, gut konserviert aus, ne? Einigermaßen. Zumindest der eine Dicke da. Nicht prüfen. Okay, Hausschlüssel, Buch der Verfluchungen haben wir schon gelesen. Ich habe jetzt zwar ein bisschen mehr Munition verballert, aber es ist egal. Ich krieg jetzt nochmal einen Dagger. Dann habe ich schon mal zwei. Nochmal Munition. Und dann geht's direkt zur Schrotflinte. Genau. Ja, wieder diese Kackstelle, Alter. So, nehmen wir uns mal das Ding hier mit. Ich versuche es noch vor 7 Uhr durchzuspielen. Also sollte eigentlich klappen. Beim nächsten Mal läuft es hoffentlich besser. Entschuldigung, ich war kurz AFK, aber dieses Bild ist natürlich auch geil. Schöne Physik. So. Hallo Martin eben.
Was hast du geschrieben? Seit dem Spiel habe ich eine Schwäche für schwarz-weiße Kacheln. In Esszimmern und Korridoren, ja. Das hat was. Namen zusammen, Aloha. Yo, hallo, hallo, hallo. Willkommen, willkommen. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Es sollte eigentlich ein Randomizer-Stream sein, aber der Randomizer funktioniert irgendwie leider nicht. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich auf Windows 11 spiele. Ansonsten bin ich bis jetzt einmal gestorben. Und ja, wenn der Sound verzögert sein sollte, dann tut es mir auch leid. Das ist eine Einstellung, die muss ich dann beim nächsten Mal nochmal vornehmen. Ich weiß leider jetzt nicht, woran es liegen könnte. So, jetzt holen wir uns den dritten Dolch. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen. Ja, wer ist ein Freund von den Vogelspinnen? Ich glaube, nur Masochisten, Sodomisten und Gomorraisten. Also, ich glaube nicht, dass da irgendeiner sagt, hey, Vogelspinnen, geil, vor allem so riesig. So, wir haben jetzt. Ah ja, wir können uns das auch noch direkt mitnehmen. Oh, ich sollte mal nachladen. Oh, das ist so geil, dass man hier im Menü nachladen kann. Ich glaube, in späteren Teilen. Alles nach Resident Evil 3, da ging das, glaube ich, schon gar nicht mehr. Wohl bei Code Veronica bin ich mir nicht sicher. Bei diesen Riesenspinnen, ey, ich würde mich einscheißen, aber richtig. Ich würde davor stehen und wie ein kleines Mädchen heulen und nach meiner Mutter rufen, Alter. Oh Gott. Lassen wir das nochmal hier laufen. Jill, you in there? The door's jammed. Stand back. Grab my hand. Ja, shit. Und das sag ich als erwachsener Mann mit 34 Jahren auf dem Buckel. Entschuldigung. Mit Level 34. Für all die Hipster da draußen. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going Doktor Master of Unlocking hat die jetzt einen Doktortitel? Safe. I just something I wanted to check. Anyway, searching for Wesker and Chris. Ja, wahrscheinlich war er derjenige. Der Barry, der den Hebel gezogen hat von diesem Scheißzimmer, Alter. Dann hat den plötzlich dann doch das schlechte Gewissen geplagt und ist schnell zur Vordertür gerannt, um die da rauszuholen. So, jetzt mache ich keine halben Sachen mehr, Alter. Jetzt nehme ich mir hier mal eben die Schrotti. Und baller dem hier die Rübe weg, wenn das geht. Oh, welch Wohltat. Das tut so gut. Schaut euch dieses perfekte Bild an. Macht einen Screenshot, klippt das, teilt es in den sozialen Medien. Geil. So. Ach nee, ich bin voll. Entschuldigung, ich bin voll. So. 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 Moonwalk zur Kanister. Die Headshots im Remake sind alle so geil. Das Dumme ist allerdings nur, was mich halt immer mega gestört hat, nur jeder zweite Headshot sitzt. Wenn ich jetzt hingehen würde und nochmal versuchen würde, einem so ein Scheißding zu verpassen, geht nicht. Aber dann wieder beim nächsten Mal, dann geht's wieder. So,
Nicht wundern, ich werde jetzt nochmal speichern hier. Das ist jetzt so mein erster Save. Weil ich habe keinen Bock, wenn ich jetzt wieder versagen. Oh, ich habe sogar Save Games. Krass. Dann speichere ich mal auf... Oh. Großer Speisesaal 01. Ja, komm. Jetzt habe ich den Satz nicht beendet. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. So. Jetzt geht's hier wieder hoch. Jetzt habe ich da auch noch zwei Motherfucker, ey. Der eine steht direkt. Ey, aber jetzt mal eben, ne? Ich bin hier hoch. Jetzt guck mal. Seit wann? Oh Gott, nein, ich habe den getriggert. Oh, ich habe den. Oh nein, der hat mich. Egal, der hat mich von vorne. Ich. Oh Gott, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Danke. Oh, jetzt kommt noch einer. Direkt wieder reagieren, ey. Kann ich dem. Ich will den töten. Ah, nice! So gefällt mir das. Munitionssparend unterwegs. Master of Dodging. So, jetzt brauchen wir nochmal die Dog Whistle. Haben wir schon gelesen. Jetzt brauchen wir nochmal das Ding. Und dann nehmen wir nochmal. Das Ding, nein. Das Ding. Okay, bei dem scheint das echt öfters zu funktionieren. Der ist sehr kuschelbedürftig. Ah, ich weiß nicht, von der Wahrscheinlichkeit. Ja, nee, also zusammenhängen tun die schon mal nicht. Aber... Oh, oh. Oh, war das Glück. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, oder? Ist mir nicht egal. Steh mal auf. Steh mal auf. Nee, der ist nicht tot. Der hängt an dem fest. Was ich sagen wollte ist, das ist, glaube ich, prozentual. Aber je besser die Pistole ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der einen Headshot kriegt, glaube ich. Und bei, wie gesagt, bei der Pumpgun. Bei der Pumpgun ist das echt, glaube ich, nur jeder zweite Schuss. Ich hätte mir gewünscht, dass die Headshot-Wahrscheinlichkeit von der Pumpgun genauso hoch ist wie in Resident Evil 2. A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. Dumm geschossen. Oh, Barry der Sadist, ne? Voll gegen uns. Wegen Wesker. Don't worry. Aber gibt uns noch eine Möglichkeit, wenigstens uns zu verteidigen. Thanks, I'll take it. See you later. Ciao. Ciao. Oh, oh, es wird hell draußen. Sonne scheint hier gleich rein. So, jetzt muss ich noch einmal hier rüber, genau. Und dann versuche ich gleich zwei Zombies mit, also zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nicht da lang, da lang. B, der steht jetzt von der Seite hier, Alter. Nein, gut. Ja. Ja, Mann, die Pumpgun ist echt einfach nur overpowered gewesen. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt direkt hier rein. Und heile mich mal kurz. Und jetzt gehe ich nach hier. Zack, Dog Whistle verwenden. Nein, 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 nein. Was? Ah. Okay, so geht's auch. Hä, kamen hier nicht mehrere Hunde? Warum ist jetzt nur... Nein! Egal, warte, ich kann das... Hä? Oh! Du Sack! Ich wollte schon sagen, Alter, wo ist der zweite Hund? So.
Ah, jetzt muss ich. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich die Hundepfeife loswerden kann. Ich muss jetzt zurück. Mir die Halskette holen. Das Halsband. Halskette. Hundehalskette. Mit Swarovski-Steinen besetzt. Okay. Take it. Prüfen. Nice. Jetzt gehen wir mal hier wieder raus. Ah, fuck. Bin ich eigentlich verletzt? Nein, bin ich nicht. Sehr gut. Ja, sein Cousin ersten Grades. Oswaldy Spencer ist Bud Spencers Cousin ersten Grades. So, jetzt guck mal. Jetzt, der stirbt jetzt nicht. Nur so. Kommt gleich der nächste. Soll ich warten, bis der kommt? Dann würde ich eigentlich auch am liebsten erschießen und dann verbrennen, weil die könnten hier echt ein Problem werden später. Das kommt erstmal weg. Dann nehme ich mir. Ich habe die Schrotflintenmunition nicht mitgenommen. Okay, egal. Dann nehmen wir das jetzt hier mit. Das hier kommt weg. Ich habe Heilung. Okay. Kombinieren. Vier Fäuste für ein Jill-Sandwich. Halleluja. So, jetzt baite ich mal den hier oben nochmal. Na komm. Komm, Junge. Ich gebe den schon mal zwei Hits. Bisschen runterhauen. Oh, fuck. Alter, habt ihr das gesehen? Ich alle erwischt? Oder nur einen? Was? Wie bitte? Ja, aber irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Eigentlich ging es immer. Aber jetzt habe ich beide erwischt. Also ich musste doch zweimal verwenden, aber ich habe, glaube ich, beim letzten Mal beide erwischt, die da rumlagen. Die dann noch rumlagen. So. Ich nehme mal zur Sicherheit das Erste-Hilfe-Spray mit. Das brauche ich jetzt nicht. So. Kombinieren. Ja, ich habe alle erwischt, die sind alle tot. Aber ich glaube, jetzt ist hier keiner mehr, oder? Ich glaube, hier komme ich mit dem Dietrich rein. Genau, das ist sehr gut. Obwohl hier jetzt zwar die kaputte Schrotflinte ist, aber die brauche ich nicht. Aber dafür habe ich, glaube ich, hier so ein genau Battery Pack. Und nochmal, glaube ich, Ink Ribbons. Okay, alles klar. Ach,
guck mal, hier hätte ich das Ding auffüllen können wieder. Das mache ich auch jetzt. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal hin und zurück renne. Aber ich habe doch gesagt, das ist ein Casual Playthrough, Mann. Okay, jetzt gehe ich nochmal zurück. Ich spiele zu meiner und zu eurer Unterhaltung. So, das kommt da drauf. Dann haben wir den Treibstoffkanister. Treibstoffkanister. Jetzt muss ich mit dem Imitat wieder rüber zu dem Spiegelkorridor. Stimmt's? Ja, stimmt. Ich glaube, von hier aus komme ich sogar auch dahin. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich da den... welchen Schlüssel ich da brauche. Ich glaube, ich komme mit dem Dietrich da durch. Bin mir gerade nicht sicher. Egal. Ach, hier ist das Ding. So, Kanister ist aufgefüllt. Jetzt wäre natürlich die Pumpe optimal. Kowski. Ich habe einen freien Platz. Ich glaube, ich muss den Kanister ablegen. Frage ist jetzt, hole ich mir noch die Munition? Nee. Nee. Das lohnt sich nicht. Ich glaube, ich komme auch hier durch, ne? Hier noch nicht, ne? Helmsymbol, stimmt. Oh Gott, ja, hier war das. Okay. Ich kann an dem Crimson vorbeirennen. Okay. Oh nein, wie gefährlich. Hilfe, Hilfe. Wer baut sowas, Alter? Wer baut so einen Müll? Vor allem, wer ist so paranoid und lässt sich sowas bauen? Warum? Spencer, der hat echt ein Rad ab. Oh, scheiße. Ne? Kurz mal gucken. So. Ich habe jetzt den Helmschlüssel. Ich müsste mit dem Schlüssel... Die könnte einfach auf die Statue vor ihr klettern. Ja, die könnte eigentlich einfach nur so einen Schritt nach vorne über diese Steinplatte machen, Alter. Und schon wäre die Sache erledigt. Nein. 30 Zentimeter ist schon zu hoch für die, Alter. Das ist wie Treppensteigen, Jill. Mensch. Was stellst du dich so an? Ich müsste eigentlich da geradeaus. Obwohl, ich könnte auch. Brauche ich da einen Helm oder Rüstungsschlüssel? Ey, safe. Brauche ich für den Piano-Raum einen Helm oder einen Rüstungsschlüssel? Wenn ich den Rüstungsschlüssel brauche, den ich jetzt gerade erworben habe, dann würde ich mir überlegen, sogar da als erstes hinzulaufen. Oh. Ich glaube, da braucht man den Helmschlüssel. Ich muss hier oben lang. Es ist so asozial schwer jetzt. Aber nein, warte. Boah! Junge, Alter! Der hat schon an mein Löckchen gekratzt. Wo kommt der denn da jetzt her?
Bitte. Sir. Sir. Das finde ich jetzt nicht sehr nett von Ihnen. Ja. Ja, komm, scheiß drauf. Ist den Scheiß hier. Jetzt gehe ich hier wieder raus, dann nach links, genau. Ah, nicht nach links! Oh, shit! Das war jetzt knapp. Hier raus. Dann... Ich könnte jetzt zu Richard, theoretisch. Zu Richard. Muss ich nicht zum Richard sogar? Ich kann zum Richard, ja. Könnte ich das schon mal erledigen? Okay, dann machen wir das mit der Medizin. Was ich mega nervig finde, aber naja. Schauen wir uns das nochmal an. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Sollen wir Richard retten, oder? Oder sollen wir ihn verrecken lassen? Nein, komm, wir retten den. Wir brauchen seine Pumpe. Seine Pump-Goon. Jetzt steht der Motherfucker wieder hier, oder? Na? Zum Glück hat er einen Wendekreis wie ein LKW. Also als Jill bist du, glaube ich, angewiesen auf das Gewehr. Ja, ich glaube auch. Wo ist der? Da. Bleib so. Nein! Hicker! Ich krieg nur aufs Maul von dem. Der hat was gegen mich. Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Aber das ist meine Art. Was mache ich denn? Warum habe ich überhaupt eine Erste-Hilfe-Spray mitgenommen, ey? Brauche ich doch gar nicht. Serum habe ich jetzt. So, Junge. Du. Jawoll! Oh, göttlich. Guck mal, wie da die Stückchen noch auf dem Geländer liegen, ey. Okay, die spawnen langsam, aber ich glaube, man hat's gesehen. Nice. Für dich, mein Freund, nehme ich gerne den Umweg. Ich glaube, das Gewehr ist stärker, ne? Das von Richard. Oder fast mehr Munition. Ich weiß es jetzt nicht mehr. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Oh, Mist. Ich hätte
Beides, ne? Gut. Ich hätte Dingens mitnehmen müssen, das Feuerzeug. Das Radio. Das Funkgerät sieht aus wie so ein Spielzeug aus einem Yps-Heft. So zum selber zusammenkleben. Hat keine Funktion. Sieht nur aus wie eins. Wer kennt noch die Yps-Hefte? Ich. Auf jeden Fall. Wir nehmen grünes Kraut mit. Wir nehmen das mit. So. Schon mal eine leichte Heilung. Jetzt würde ich natürlich sehr gerne... Nein! Ich dachte, ich bin schneller als der. Ist ja auch egal. Ich glaube, ein Funkgerät aus dem Yps-Heft hätte eine... Ja, Mann. Ja, Mann, Alter, original, ey. So, wie war das? Der zuerst. Dann der hier hinter mir. Nein, falsch. Der und... Ah, der unten rechts, genau. Unten links, Entschuldigung. Und dann der hier. Ich wäre jetzt geschockt, wenn trotzdem das Gift kommen würde. Nur die Schatulle hätten wir jetzt auch schon mal. Ein rätselhafter Kasten. Prüfen. Ach, das ist mir noch nie aufgefallen, dass dieses Herz da oben auf dem Deckel dann aufleuchtet. So, eine Todesmaske hätten wir schon mal. Das heißt nochmal links rum, unten zum Safe Room kurz. Ah! Fuck off! Was ist hier für ein Gangbang los? Oh Gott. Natürlich von hinten! Okay, komme ich jetzt hier durch? Ist der dann noch da? Ich muss hier Gott sei Dank nie wieder rein. Okay, nur von der einen Seite da. Jesus Christ. Der ist natürlich noch da. Alter, fuck. Ich hab normal unterschätzt. Ach ja, guck mal. Barry war da. Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bedienen Sie sich an... bedienen Sie sich, falls Sie einen Schlamassel geraten. Okay, sehr förmlich, Barry. Danke. Wen hast du da sonst noch im Haus erwartet, Alter? Die Samariter? Das Rote Kreuz? Ja, der hat aber auch ein Fable für Säuregranaten, ne? Oh ne, das sind diesmal Brandgranaten. Ach ja, das ist das Nächste, was wir machen. Genau. So, eine Heilung haben wir noch. Kombinieren. Ah, warte mal. Ah, ne, brauche ich nicht. Oh mein Gott! Da oben ist doch, glaube ich, auch noch ein Room, wo ich hin könnte. Boah, nervt der, ey. Jetzt ist er tot, oder? Ne? Doch. Wisst ihr was? Der könnte hier zu einem Problem werden. Den muss ich kurz... auf Seite schaffen. Beiseite räumen.
Ah ja, und das Feuerzeug muss ich mitnehmen. Natürlich könnte ich auch das Messer verwenden, ja, falls er mal am Boden liegt. Aber nee, komm, das nimmt unnötig Platz weg im Inventar. Dann laufe ich lieber extra. Mal hier, Junge. Steht da hinten eigentlich noch einer um die Ecke? Oder war das nur ein Hunter? Im Hard Mode. Hier ist, glaube ich, sogar noch Heilung, ne? Ja. Warte mal, was gibt's hier noch? Ah, hier könnte ich das Passepartout machen. Stimmt. Okay. Hier brauche ich den Helmschlüssel. Dann nehme ich auf jeden Fall schon mal das Kräutchen hier mit. Das war kein Hunter. Hä? Das Fenster ist ein Gespenst. Jo. Glaube ich auch, ey. Für die Nachwelt hinterlassen. Ein Abbild seiner Seele. Ich glaube, hier kann ich noch rein. Genau. Oh, scheiße, jetzt habe ich das Ding verbraucht. Egal. Kann ich hier rein? Ist hier etwa dieses Dingsrätsel? Kann ich das hier schon machen? Och, Barry! Guck mal. Vergessen. Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Solltest mal Barry richtig excited sehen. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Elmer, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinausgezögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet, meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Stell dir mal vor, Barry hätte aus Schock Jill eine reingenommen. Das wäre voll geil, Alter. Das wäre die natürlichste Reaktion, die man in so einem Szenario überhaupt nur erwarten kann. Also, Netflix-Serie. Ne? Ich muss sagen, so an sich habe ich kein Problem damit. Was ich gesehen habe, ist natürlich, ja, ein zweischneidiges Schwert, ne? Also, eigentlich nein, es ist eigentlich kein zweischneidiges Schwert, es ist ein einschneidiges Schwert. Ich find's kacke. Dieses ganze, Christoph, wir streamen noch ungefähr bis 19 Uhr, vielleicht halb 8. Oder 8, mal gucken, wie ich Bock hab. Um nochmal auf die Netflix-Serie zurückzukommen. Ja, also, ich finde halt die Charakterauswahl nicht geil. Storymäßig ist eine interessante Idee, aber es hätte mir besser gefallen, wenn die Charakterauswahl auch dementsprechend halt originalgetreu gewesen wäre. Und, ja, wie soll ich sagen? Ja, ich habe aber gelesen, Leute, die das schon gesehen haben, die ersten zwei Folgen, so einen Teststream oder so einen Vorschau-Stream gemacht haben, meinten, es wäre mega geil. Es würde schon die Erwartungen sprengen, die man eigentlich hat. Und wenn die Erwartungen niedrig sind, dann ist da nicht viel zum Sprengen, Alter. Also ist das so ein China-Böller-D, Alter. Ja, lassen wir uns mal überraschen, keine Ahnung. Ich werde mir das auf jeden Fall mal reinziehen. Ne? Charakterauswahl, naja, habe ich schon gesagt, aber ja. Oh Mann, ey. So, das brauche ich nicht mehr.
Das brauche ich. Doch, das brauche ich. Ne, erstmal nicht. Ich muss noch mal kurz nach oben. Ja, die Messlatte ist nicht hoch, weil das Problem ist einfach, die haben halt nichts Gutes abgeliefert, was Resident Evil angeht. Das ist das verfickte Problem, Alter. Nix abgeliefert, was, wo man sagen kann, boah, ja, daran muss man sich jetzt messen. Ja, ich habe auch sowas gelesen und ich habe auch gesehen, es kommt der Dr. Salvador oder wie der heißt, aus Resident Evil 5 davor mit seinem Kartoffelsack auf dem Kopf. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man da hingeht, irgendwas aus Resident Evil zaubert oder über Resident Evil zaubert und dann einfach nur so random irgendwelche Charaktere da reinschmeißt aus den Spielen, die überhaupt gar keinen Zusammenhang dann haben. Ich meine, okay, in diesem Fall könnte es einen Zusammenhang haben, weil ich halt weiß, dass das Setting von der Netflix-Serie in Südafrika irgendwo spielen soll oder in Afrika halt. Irgendwo ist da halt ein Umbrella-Dingsbums und da ist halt Afrika und da ist irgendwas vorgefallen und die Wesker-Kinder werden da hingeschickt und dann wird dann halt irgendeine komische Wahrheit ans Licht gebracht. Keine Ahnung. Ja, genau, Alter. Ja, da bin ich mal gespannt mit dem Canon, ne? Weil, warum, wenn das alles Canon ist, Alter, warum ist Wesker, ich hab da nix, ich hab kein Problem und nix und Hass nicht gesehen, aber warum ist der jetzt auf einmal afroamerikanischer Abstammung? Verstehe ich nicht. Ich kenne Wesker als blonden, hellhäutigen, Sonnenbrille tragenden, rotäugigen Mutanten-Motherfucker, der leider mittlerweile aus Resident Evil 5 irgendwelche komischen Superkräfte hat. Warum dann sowas? Wie kommt man auf so eine Wahl, Alter? Bei uns in der Gruppe einer mal geschrieben, das könnte damit zusammenhängen, weil Wesker in die Lava gefallen ist und verbrannt ist. Aber wie bescheuert wäre das, wenn das wahr ist? Wenn das wahr wäre? Wie bescheuert wäre das bitte? Das wäre ja kaputt. Das wäre einfach kaputt, Leute. Ich spuck schon beim Reden, Alter. Ah, leck mich, du Kackvieh, Alter. Ja, Hartmann. So ist das, Digga. So ist das. Ich traue der Filmindustrie heutzutage alles zu. Sogar so einen Müll. So einen richtigen Rotz. Ich meine, was? Okay, was ist das jetzt bitte hier? Resident Evil an sich, ne, ist natürlich so an sich ist auch keine überragende Story, aber es hat schon, was soll ich sagen, es hat schon seinen Ernst. So, das beste Beispiel, das Remake. Aus diesem cheesy Scheiß Resident Evil 1 Remake, ne, wurde, aus Resident Evil 1 Original wurde das Resident Evil 1 Remake, was deutlich ernster werden sollte. So. Das will ich damit sagen. Und dann kommt Resident Evil 7 und die machen da so einen B-Movie-Scheiß draus, wo die dann noch behaupten, ja, wir wollten dieses Cheesige wieder übernehmen und hast du nicht gesehen? Was für Cheesy? Resident Evil wollte davon weg, Alter. Wo ist in Remake von Teil 1 Cheese drin? Wo ist in Remake von Teil 2 oder halt in Teil 2 Original Cheese drinnen, Alter? Die wollten immer ernster werden. Warum auf einmal der Cheese? Warum dieser Käse, Alter? Was soll der Müll? Tut mir leid für diesen Rant. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja. Komm, Alter. Alex Wesker, Alter. Alex
Fucking Wesker, ey. Hör mir auf mit dem Müll wieder. Ich fand sowieso überhaupt diese Idee von Klonen. So, Weskers Sohn geht noch klar. Aber so eine Idee mit so Klonen oder was auch immer oder Leute, die die DNA von Wesker eingespritzt bekommen haben und so ein Quatsch. Was ist denn da schiefgelaufen, Alter? Was für Crack haben die geraucht? Ja, dann ist es aber nicht Canon. Wenn der in der Serie schon immer schwarz war, dann ist es doch nicht Canon. Dann ist das wieder so ein, dann ist das so ein Marvel-Müll. Weißt du, so richtig Multiversum-Scheiß, wo die jetzt sich da einfach Paralleluniversen ausdenken und sich da was aus der Nase ziehen mit einem Brenneisen. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch Gehirnabtötung, Gehirnzellenabtötung, sowas. So, ich sortiere jetzt mal hier erstmal mein Inventar, Alter. So, das gute Zeug kommt da rein, das brauche ich jetzt nicht. Ja, klar könnte das Wesker retten. Es könnte... retten. Ich fange schon an. Na klar könnte es Wesker retten. Aber... die müssen das halt vernünftig umsetzen. Und so wie das aussieht, Alter... ich habe da keine große Hoffnung. Wo sind die Schlüssel da? Weißt du was? Ich speichere mal. Bevor ich mich hier... durch meine Laberei selbst umbringe. So, Leute, ich mach mal hier eine kurze Pause. Ein paar Minuten. Und dann bin ich gleich wieder da. Also, es wird keine 10 Minuten dauern. Auf keinen Fall. Oh, ich hab grad festgestellt. Also. Oh, bis gleich.
So Leute, gleich geht's weiter. Jill wartet schon. So, ich lese mal durch, was ihr alles noch geschrieben habt. Bin jedenfalls gespannt. Ja, ich auch. Die Serie wird halt in unserem eigenen Universum spielen mit den Spielen als Vorgeschichte. Also eine What-If-Story. Ja, What-If ist aber halt dann nicht Canon. Im aktuellsten Film war ja mega mies. Ich auch. Die Serie hat zumindest ein gutes Budget spendiert bekommen. Die Special Effects, die man im Trailer gesehen hat, waren um einiges besser als in Welcome to Raccoon City. Alter, Welcome to Raccoon City, ne? Alter, hör mir auf mit dem Scheiß, Alter. Also, das war ein B-Movie, Junge. Was haben die bitte mit den Charakteren gemacht? Die haben die massakriert. Aber richtig massakriert. Da, da, da. Ich muss aber sagen, der Stream-Delay, der ist ziemlich kurz. Nur 6 Sekunden, 7 Sekunden circa. Das ist eigentlich ganz gut. Okay, Freunde der leichten Unterhaltung. Es geht weiter. Ich merke gerade, der Text passt ja gar nicht auf dem Bildschirm. Egal. So, da sind wir wieder. Ja! Ey, Hartmann, mein Mann, Junge. Ich sag's dir, Alter. Die haben Leon S. Kennedy, ne? Die haben so eine Pfeife aus dem gemacht. Die haben sich anscheinend überhaupt gar nicht mit seiner Backstory befasst. Das Einzige, was die aufgefasst haben, ist, dass der mit einem Hangover irgendwo in einem Hotel auf dem Weg nach Raccoon City aufgewacht ist und dann halt zu spät kommt, ey. Digga, was habe ich dir geschrieben? Bitte nicht privat. Weil das ploppt dann hier leider auf. Tut mir leid, Bro. So, egal, jetzt geht's weiter. Diggas. Oh, shit. Oh, ich muss das hier auf Seite legen. Ah, Mann. Weg hier. Sorry, Bro, aber du weißt. So. Wo waren wir jetzt dran? Ich habe jetzt den Hausschlüssel. Stimmt, ich muss jetzt das Ding nochmal mitnehmen, das Feuerzeug. Und ich nehme das nochmal mit. Wo ist das? Die Chemikalie. Und das kommt zurück. Okay. Wo ist jetzt der beste Weg dahin? Chemikalienraum. Kann ich den schon mit dem Rüstungsschlüssel da öffnen, den einen?
Da brauche ich den Helmschlüssel. Soll ich da durchgehen jetzt? Das Wagen? Nee. Ah, oben ist noch schlimmer. Nee, dann gehe ich doch lieber hier unten durch und wage es. Ach gut, ich kann da durch, das ist sehr gut. Das ist die beste Abkürzung, die man haben kann. Und bei Jill ist die Gold wert. Wie war das nochmal? Habe ich total vergessen. Grün, lila, orange. Das hier ist der, der orange braucht. Hier grün und da lila. Okay. Ne, hier lila. Hier orange. Gut. Hier lila und hier grün. Ups. War das doch die Seite? Oh, war das nochmal? Ah ja. Grün. Und hier lila. Perfekt. Am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Ja. Das Geile ist ja, mit Jill kannst du ja hier einfach wieder in den Friedhof reinspazieren, aber ich... Ah, ne. Ach, Mist. Jetzt muss ich gucken, wo komme ich nochmal dahin? Leon war nicht nur ein Wurm, auch Irons, Alter, die haben voll den Soziopathen aus dem gemacht. Dann haben die, sag schnell. Komm ich nochmal, wo muss ich nochmal lang, ey? Wo muss ich nochmal lang? Oh, Mann, ey, wo kommt nochmal die Scheiße rein? Eine Karte aufmachen. Ich bin jetzt auf dem Erdgeschoss. Da hinten irgendwo, oder? Ja, da muss ich wieder hin. Okay, dann muss ich wieder da Richtung Safe Room. Ja. Ja. Wir hoffen natürlich auch alle auf ein Remake von Code Veronica, aber wenn das so ein Remake wird wie Resident Evil 3, dann nee, danke. Dann können die sich das sparen, dann will ich keine Remakes mehr von Capcom. Auf keinsten. Jetzt müsste ich eigentlich die Tür da hinten aufbekommen, oder? Brauche ich einen Helmschlüssel? Ah, schau mal einer an. Ich hoffe, ich überlebe das hier. Ach ja, ich überlebe das auf jeden Fall. Ich muss auch nochmal in den Dining Room. Dieses blaue Gedöns da holen. Ja, so ein Resident Evil Dingsbums. Nein. Resident Evil Code Veronica wäre schon mega nice. Auf Rot.
immer auf Rot, auch wenn Rot immer böse bedeutet. Diesmal nicht. So. Ja, ich nehme lieber erstmal die Maske mit. Warum habe ich die eine Maske eigentlich dabei? Nicht hohl im Kopf, Alter. Warum lege ich die nicht ab? Naja, ist ja auch egal. Jetzt habe ich gleich ein Problem, wenn ich hier wieder durch will. Shit. Ah, gleich kommt noch der Itchy und Tasty und Scratchy Room. Ah, Mist. Okay, jetzt gehen wir noch mal kurz die Sachen hier ablegen. Wir müssen das schlau machen. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Munition. So. Okay. Schon mal 3 von 4 Todesmasken. So. Das Feuerzeug, ey. Wo bin ich denn jetzt gerade? Auf der falschen Seite, oder? Ja, ich muss darüber, dadurch, damit ich mir diese Klavierseite besorgen kann. Platz habe ich genug. Wäre kacke, wenn überhaupt irgendwas fehlen würde. Sagen wir es mal so, nennen wir das Kind mal beim Namen. Ich verstehe auch nicht, wieso man irgendwelche Kürzungen machen muss. Guck mal, Capcom, jeder Entwickler, ne? Oder Publisher oder was auch immer. Die legen jedes Jahr einen Jahresbericht vor. Wie viele Millionen Umsatz die gemacht haben. Und Capcom hat, glaube ich, auch wieder über 400 Millionen Euro oder so Umsatz gemacht, Gewinn. Da haben die doch genug Geld für ein Budget. Dann sollen die mal so einen scheiß Service-Mist für Monster Hunter einstellen. Oder irgendwelche Kack-Millionen DLCs für dieses Game, Alter. Dann haben die auch wieder genug Kohle, um qualitativ hochwertiges Gameplay zu machen. Bin wieder? Was bist du wieder? Bist du wieder weg? Oder was? Kannst du nicht machen, Kollege. Ach, du warst weg. Du bist wieder da. Ah, sehr gut. Wow! Du kamst aber ganz, ganz plötzlich aus dem Nichts. Ja, viel hast du nicht verpasst. Ach, guck mal, der Richard ist immer noch hier. Er chillt aber hart. Er hat wahrscheinlich genug Green Herbs gefunden. Jetzt macht er hier den Larry. Den Larry Le Jour. Oh nee, Mann. Der nervt so hart, der Typ, ne? Dieser Zombie. Und dann gleich noch der, der aus dem Schrank hier kommt. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich das Feuerzeug brauche, ne? Was? Hä? Willst du mich verarschen? Was geht jetzt ab? Ich treffe den nicht. Junge, habt ihr das gesehen? Voll der Bug. So, den knall ich nicht ab.
Hier warte ich, bis der rausspaziert ist. Ey, ich weiß noch, ich habe das Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe diesen One Dangerous Zombie Mode gespielt. Und dann ist da so ein kleiner, ist dieser kleine blöde Arsch da drin gewesen, dieser Granatenzombie, der Forest. Und ich habe nicht gewusst, dass der das war, weil das war so ein Bruchteil einer Sekunde, dass ich das überhaupt realisieren konnte. Und schieß drauf und bam, Alter. Ganze Hütte explodiert. Vorbei. Das war auch noch ein Speedrun-Versuch, glaube ich. Keine Ahnung. Jetzt habe ich auf jeden Fall... Ja, was ist das, Alter? Das regt mich auch voll auf, dass die irgendwie Remakes machen und da nichts Neues hinzukommt. Deswegen, Safe hat recht, das 1er Remake ist eines der besten. Weil die haben da noch neue Story-Elemente hinzugefügt, die haben das alles so ein bisschen anders gestaltet, aber trotzdem ist es immer noch sehr vertraulich. Mann, Alter, nerv mich doch nicht so. Junge. Sorry. Was sind das für Kranke? Ich brauche ein starkes Schießeisen, aber ich muss mich heilen jetzt erstmal. Boah, wie oft brauche ich noch die Schlüssel? So, jetzt habe ich das. Jetzt muss ich eigentlich hier runter, wieder in den Speisesaal. Es ist verlockend, jetzt da rauszugehen und Dings zu holen hier, die Kacke da. Die Schrotflintenmunition. Na, komm mal her. Erwisch mich bloß nicht. Das reicht mir schon. Auch wenn er nicht tot sein sollte, ist mir das egal jetzt. Natürlich, verkaufen tut Capcom alles, was sich verkaufen lässt. Ist einfach so. Solange Resident Evil draufsteht, wird sich immer ein Idiot finden, der das kauft. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Aber gut und schlecht, das liegt natürlich dann auch wieder im Auge des Betrachters. Und die Hardcore-Fans, die jetzt quasi mit Resident Evil 1, dem Original, und Resident Evil 2 Original aufgewachsen sind, die sehen das Ganze alles etwas kritischer. Auch wenn sie noch teilweise Resident Evil 4 akzeptieren, was dann aber aus dem Lager trotzdem nicht alle tun, ist es dann trotzdem immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Entweder wird's gut oder es wird scheiße. Man kann viele Änderungen beisteuern und so weiter, aber ob es dann am Ende wirklich was taugt, sei mal dahingestellt. Ich finde sowieso, die ganzen Leute, die ganzen Konsumenten heutzutage, die haben auch wenig Ansprüche. Und das liegt wahrscheinlich auch an der Generation heutzutage. Oh, ich brauche das Ding. Ich bin wieder überladen. Wo ist jetzt der sicherste Safe Room? Scheiße, ich weiß es nicht. Safe Room. Der Ebene. Stimmt, doch, das kann ich machen. Ich wusste noch nicht mal, dass ein DLC von Resident Evil 8. Ich habe davon gelesen, aber ich meine, ich hätte nie damit gerechnet, dass ein Resident Evil 8 DLC rauskommt.
Vor allem nach so langer Zeit, jetzt über ein Jahr, seitdem das Spiel draußen ist. Übrigens, wenn man diesen Weg hier nochmal geht, kommen die Zombiehunde nicht raus. Hey, safe, Bro, alles klar. Willkommen zurück. Ja, ich meine, ich habe davon gelesen. Oh shit, ich muss beeilen. Aber ja, ob das jetzt noch Sinn macht? Nach über einem Jahr? Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. So. Kurz hier den Quatsch wegmachen. Das brauche ich jetzt auch nicht. Das. Boah, da hätte ich jetzt schon Bock drauf, ne? Auf die Schrotflinte. Ja, komm. Scheiß drauf. Man lebt nur einmal. YOLO. Ach ja! Und ich muss mir noch Dings hier holen, Alter. Oh Mann. Muss mir noch den Grenade Launcher holen. Ich laufe die ganze Zeit ohne rum. Macht das Leben gleich viel einfacher. Ich hoffe, ich komme hier nochmal raus. Jawohl, Gott sei Dank. Jetzt nochmal nach rechts. Durch die Abkürzung. Hä? Wo kam der denn jetzt durch? What the hell? Och, den Weg hätte ich auch eben gehen können. Ich schmock. Und ich laufe da voll den Umweg, ey. Oh. Freunde der Sonne, erzählt mal mehr hier. Haut mal Sachen in den Chat rein. Los. Sein Befehl. Ich wollte jetzt in den Pianoraum. Oder? Nee, Quatsch. Wird hier hoch. Ja, Mann. Kommt wieder Barry? Vielleicht gibt's wieder, glaube ich, eine Barry-Cutscene, Leute. Doch nicht. Ich habe alle Berries ausgeschöpft, oder? Ja, Hartmann, das weiß ich. Das weiß ich, dass Code Veronica eigentlich der dritte Teil sein sollte. Aber es dann doch nicht wurde, weil die sich dafür entschieden haben. Keine Ahnung, dass das nicht so geil ist oder so, keine Ahnung. Oder PlayStation? Ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich war. Auf jeden Fall, ja. Eigentlich sollte der dritte eins, also Resident Evil 3 Nemesis ein Spin-Off werden. Jawohl, da ist das gute Stück. Jetzt traue ich mich auch mehr. So, jetzt brauche ich, jetzt muss ich wieder hier runter? Nein. Hier hoch. Ich habe schon, ach so, Saves, Entschuldigung, ich habe schon drei Masken. Ich brauche nur noch die letzte von der Schlange, aber dafür brauche ich ja den speziellen Schlüssel. Oh! Junge, was für ein Glück. Ich werde mir in die Arme gelaufen, weil ich gerade auf den Chat geguckt habe. Ah, ich wünschte, es gäbe so ein schöneres Chat-Plugin.
für Facebook, wenn man streamt. Okay, jetzt muss ich hier aufpassen, weil hier wieder so ein... Wo ist der? Hab ich ihn erschossen? Ah, der hat einen Headshot gekriegt, stimmt. Jo, nice, ich hab hier freie Bahn. Oh Gott, hier wird's gefährlich jetzt. Yeah, boy. Ach, hier hätte ich wieder das Ding mitnehmen können. Verdammt! Soll ich das holen? Ich glaube, ich krieg Munition, ne? Ja, Resident Evil 3 ist auf jeden Fall besser zu zocken. Ja, genau, das war's. Das war der Grund. Sag ich doch, irgendwas mit PlayStation war das da, mit Sony. Hatte ich richtig in Erinnerung, aber die Details haben mir gefehlt. Das sind meine quasi... Also ja, ich habe aber verstanden, was du meinst. Ja, Mann, ich finde... Originalmäßig gefällt mir einfach Resident Evil 2 am allerbesten. Also da kommt nichts dran, ne? Gar nichts. Noch nicht mal das Remake, finde ich, ja. Das hat einfach so einen hohen Wert bei mir. Das ist. So, ich glaube, jetzt kriegen wir noch mal ein bisschen Schrotflintenmunition, wenn ich mich nicht irre. Ja, Mann. Ja, Mann, Alter. Höchster Wiederspielwert, das ist noch untertrieben, ey. Aber wirklich. So, Munition gesammelt. Jetzt. Oh oh. Soll ich jetzt hier rein? Ja, komm, wir gehen hier rein und wir holen uns jetzt hier das Tagebuch. Ja, das habe ich auch gelesen. Oh, oh. Das mit dem Händler habe ich auch gelesen. Ja, das ist halt das, was mir an Teil 3 nicht gefällt. Dass es halt so stressig ist, dass man so permanent irgendwie unter Druck ist. So, wir lesen uns jetzt erstmal das beste, berühmteste Tagebuch an durch. Oh. So, Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias. Von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 98. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla, ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 98. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen, sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 98. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 98.
Ging zur Krankenabteilung, mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 98. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Der Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellungen an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 98, Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Zu Hundefutter. 21. Mai 98, juckt, juckt. Scott kam hässlich. Hab ihn gefressen. K. Er juckt. Was waren eigentlich immer die Gorillas ohne Haut, die Hunter? Ich glaube ja. Das macht in dem Spiel ja am meisten Sinn. Weil die haben auch so diese langen Arme und so weiter. Oh, hallo, Freddy. Ne, das ist, glaube ich, Scott. Oh, fuck. Hey, 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 habt ihr das gesehen? Voll rausgekommen, ey. Obwohl, nein, ich glaube, ich habe die Munition vergessen. Egal. Ja, den kann man immer umlaufen. Ach du. Was? Kein Headshot? Traurig. Oh, endlich ein Schlüssel weniger. So, jetzt kann ich auf jeden Fall das Piano... Nee, fucking shit, ich muss nochmal zurück. Wo ich das Piano-Rätsel mache, hole ich mir auf jeden Fall das Emblem. Ja doch, ich brauche das, ja. Bleib mal liegen, Digga. Mach keinen Stress jetzt. Hä? Wer klopft denn da schon wieder? So. Oh, Jill ist so wesentlich einfacher, ne? Die kann Piano spielen, die kann Türen aufsperren mit ihrem Dietrich. Oh, es ist so nice. Die kriegt von Barry alles in den Arsch geschoben. Ich habe das erste Mal, wo ich das durchgespielt habe, auf der GameCube damals, ich so einen Schock bekommen. Ich dachte nur so, scheiße, die Tür geht zu, wie kriege ich die wieder auf? Ja, dass man das mit den Emblemen dann herausgefunden hat. Ich meine, okay, Resident Evil 1, ne, habe ich immer angespielt, aber nie durchgespielt. Und ich bin, glaube ich, so weit nie gekommen. Ich habe das erst ganz spät, ich glaube, vor ein paar Jahren, auf der PSP mal richtig durchgespielt. Ich glaube, das war aber auch noch der, wie heißt der? Advanced Mode? Adventure Mode? Arranged Mode, glaube ich. Ah, das Tagebuch von Trevor, George Trevor, der Erbauer des Hauses, der das Genie, das architektonische Genie. 24. November 67. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein klägliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig.
Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt alles Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich, meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für Ihre Sicherheit. Junge, du solltest mal vielleicht bei deinem Internetanbieter anrufen und ein bisschen Stress machen. Hartmann. Hartmann, sei mal Hartmann. Röders Eichel blieb auch hart. Konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Oh, das habe ich schon gefunden. Auch noch sehr rostfrei. So. So, das hätten wir hier erledigt. Jetzt gehen wir das Ding hier einsetzen. Auch geil, Alter. Ich frag mich, wie dieser Mechanismus hier in diesem ganzen Scheißhaus funktioniert, Alter. Da setzt du so ein scheiß Emblem in die Wand und irgendwo geht eine Klappe auf. An einem Möbelstück. So. Kurz in den Körper, der lange in den Kopf. Der große. Das mit den Hunter-Typen von RE1 Saturn-Version weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, auf der RE1 Saturn-Version gibt es noch einen zusätzlichen Tyrant. Diesen Gold-Tyrant, oder wie der da heißt. Aber Hunter kann auch sein. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt einen extra Tyrant irgendwie. Okay, das ist der Hausschlüssel für die Schlange. Ja, guck mal, Safe konnte bestätigen. Nice. Hätte ich gerne mal gespielt, so die Original-Saturn-Version, muss ich ehrlich sagen, ne? Ich habe jetzt 15 Schuss, das. Ich gehe jetzt einfach mal. Soll ich YOLO machen? YOLO, Schlange, Maske holen? Ja, komm. Ich muss nicht gegen die kämpfen. Ich hoffe nur, die vergiftet mich nicht. Drückt mir die Daumen, Jungs, dass ich das schaffe. Eigentlich war das immer ziemlich easy. Einfach Maske und raus. Oh ne, du schon wieder. Der liegt immer noch hier. Was geht ab? Ach ja, solange man nicht gegen die Schlange kämpft. Ah, warte mal. Ich muss ich gegen die Schlange kämpfen, damit der sich dazwischen wirft? Oder reicht es, wenn ich die Maske hole und wieder rausgehe, Leute? Der Bling Bling Tyrant, ja Mann, Alter. Der Gold Digger Tyrant. Sagt mal, Leute. Was geht ab? Was muss ich machen? Muss ich kämpfen? Oder kann ich drauf scheißen? Und der kommt trotzdem und schmeißt sich dazwischen. Scheiße. Ich muss nicht kämpfen, ja, aber die Frage war ja, muss ich kämpfen, damit Richard kommt und sich opfert? Weil ich glaube, wenn ich rauslaufe und Richard ist drin, dann kriege ich das Dings nicht, die Shotgun nicht. Genau, ich muss kämpfen. Safe hat recht, ich muss kämpfen. Aber hier war doch noch irgendwo Munition, oder nicht?
Mann, doch nicht. Nicht bei ihr. Nee, du hast recht. Du hast recht. Wenn ich rauslaufe, dann höre ich, wie der Ficker stirbt. Ja. Genau, jetzt ist er tot, angeblich tot, spielt jetzt aber tot und jetzt gleich kommt der. Genau. Boah, wieder den verschlingt, ey. Oh, Digga, hey, ich bin gerade im Livestream, Alter. Das war ein Kumpel von mir, falls ihr den gehört habt. Aber ich glaube. Habt ihr meinen Kollegen gehört gerade? Fragezeichen. Bin ich vergiftet? Fuck! Wo kriege ich jetzt Heilmittel? Ah, ich muss zum Dingsraum gehen. Habt ihr gerade meinen Kumpel gehört? Okay. Okay, egal. Barry rettet dich. Wie Barry rettet mich? Wo rettet mich Barry? Hä? Alter, wie viel frisst der? Der trägt Jill zum Safe Room. Ach so. Das wusste ich nicht. Ich habe nämlich nur mit Chris gespielt im Original. Ich habe für Jill keine Nerven mehr gehabt. Boah, zum Glück habe ich hier alles freigeräumt, ey. Einfach runterlaufen in den Raum rein. Ja, ich habe Richard auch, glaube ich, sterben lassen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe den sterben lassen. Was mache ich denn? Ich brauche das hier. Boah, Alter, wie schnell die Warnung. So. Das kommt weg. Das brauche ich. Das lade ich mal nach. Nee, das lade ich nicht nach. Ich würde die gerne leer schießen, aber ich brauche den Platz auch. So, das. Ja, das Funkgerät bringt gar nichts. Ja. Aber hier sieht man ja, man kriegt ja nochmal ein Serum anscheinend. So, jetzt brauche ich die ganzen Todesmasken. Reichen 13 Shotgun-Schüsse oder? Ich nehme lieber mal den Granatwerfer mit. Ich habe sowieso genug Munition für den Granatwerfer. Ich speichere jetzt mal ab.
So, das schreit nochmal nach einer kurzen Toilettenpause. Ich bin gleich wieder da, Leute. Bleibt dran. Ihr könnt euch ja weiter unterhalten. Lol, ich stelle gerade fest, ich habe ganze Zeit vergessen, den Spielsound zu übertragen und keiner von euch sagt irgendwas. Wie geil ist das denn? Okay, Leute. Bis gleich. Thank you.
So, Freunde der leichten Unterhaltung. Da bin ich wieder. So, ja, willkommen zurück. Dankeschön, Hartmann. Jetzt habe ich die Masken, ich habe Munition, ich kann das noch ablegen. Was wollten wir machen? Wir wollten uns jetzt, genau, wir wollten das erste Metallteil da holen. Boah, die Sonne knallt mir gerade sowas von in die Fresse. Jungs, ich muss mal kurz... So, sorry. Okay, ich stehe wohl auf der Sonnenseite des Lebens. Ich komme am besten von hier wieder zurück, genau. Jetzt geht's nämlich wieder auf den Friedhof. Dort setze ich die Masken alle ein. Oh, der da ist schon Crimson, habt ihr gesehen? Scheiße. Das war wahrscheinlich der Trigger, alle Masken zu sammeln. So, ich hoffe, hier ist keiner. Ich glaube, hier sollte jetzt keiner sein. Die Leichen sind, glaube ich, auch verschwunden. Ich nehme ja zur Sicherheit trotzdem mal mein Grenade-Launcher. Ja, alle despawned. So, der Typ, den wir gegen den wir da kämpfen, ist, glaube ich, der George, ne? George Trevor, glaube ich. Die haben den da, glaube ich, eingesperrt, sodass der ohne Augen... Dann der ohne alles... Dann der ohne Furzgeruchssinn. Und der letzte. Oh, Junge. Warte, die Cutscene. Danke. Erst kämpfen, dann schnatzen, ja. Oh, ich habe keine Heilung mitgenommen. Steh auf. War tot. Jetzt ist er tot. So, nehmen wir mal hier die Süßigkeiten mit. Und das Stein- und Metallobjekt. Sehr nice. Damit geht's wieder raus. Das Stein- und Metallobjekt brauche ich jetzt, um in die Gartenabteilung zu kommen, ne? War das nicht so, Leute? Seid ihr noch da? Ey, Alter, ihr schreibt nichts. Was ist los? Ich rede mit mir selber. Gartenabteilung.
Was war da unten? Oder wo war das? Gartenabteilung war... Ach, bin ich doof. Hätte ich doch hier lang gehen können. Jawohl, Hartmann am Start. Sehr gut. Nehmen wir die Abkürzung. Sollte eigentlich hinhauen. Jetzt gleich kommt mein Lieblingsgebiet. Was auch noch super schnell geht, ne? Gib mir einen Headshot. Fuck, Mann! Ach, scheiß auf den. Der despawnt wahrscheinlich sowieso später, wenn ich zurückgehe, weil da nämlich die... Oh, shit, ich muss hier an den ganzen Hunden vorbei und alles, ne? Scheiße, hab ich vergessen. Hier kommt auch noch einer. Boah! Ich wäre fast gestorben! Oh mein Gott, ey, Leute, wünscht mir Glück, dass ich das überlebe, ey. Och, nee, Gott sei Dank, hier ist ja noch dieser eine Raum dazwischen. Oh mein Gott, hab ich Glück. Boah, war das jetzt arschknapp, ey. Jawohl, gib mir Zucker, Junge. Bam. Achso. Noch mehr? Nö. Das war doch zuerst hier oben lang, oder? Nee, ich muss zuerst unten lang. Ich muss ja die Crank holen. Oh, die Crank. Lisa Trevors Gemach. Oh nein. Oh, ich hasse es. Ach ja, und noch diese Kacke. Ey Leute, wie war das nochmal? Das eine nach Westen, das eine nach Norden? Oder Osten? Nee. Das eine muss nach Westen. Fuck, das ist falsch. Zu spät gedrückt. Jetzt. Das ist richtig. Und der nächste. Ah, das Funkgerät. Das überaus nützliche Funkgerät kommt jetzt zum Einsatz. Ich glaube, das muss nach... Nee. Doch, Norden. Ey, ich hatte das richtig in Erinnerung. Krass. Ich bin ein fucking Mastermind. Ach. Hier hätte ich das Ding mitnehmen können, oder? Dieses eine... Muss ich nochmal zurückkommen. Oder? Machen wir auf dem Rückweg. Ich brauche doch nur dieses eine Symbol, dieses eine Emblem, ne? Damit ich das reinstecke und dann kommen drei weitere und dann kriege ich die Magnum, ne? Ja, ja, so war das. Aber das kann ich auf dem Rückweg machen. Also, remember, ich brauche gleich Platz. Boah, hier bin ich immer dem einen in die Arme gelaufen. Ich bin immer den falschen Weg gerannt. Aber der steht noch nicht da, erst auf dem Rückweg. So, Freunde der Sonne. Willkommen in Casa del Lisa. Oh, komm, nehmen wir mal mit. Ich habe die anderen nicht mitgenommen, dann nehme ich die mal mit.
So. Ich brauche hiervon nichts. Ah, doch, 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 doch. Windwappen brauche ich. Also, ja, und dann einmal hier runter. Boah, was meint ihr? Schaffe ich es, an der Tussi vorbeizukommen? Oder hittet die mich? Ich weiß nicht, ob die mich nicht hittet, wa? Oh. Ey, ich glaube, ich sollte speichern, oder? Ja, nee, komm, ich speichere nicht. Ich speichere erst... Ich speichere erst, wenn ich in der Residenz bin. Oh, das war ja ein böser Traum. Oh, hab ich die Kaffeemaschine ausgemacht? Weiß ich nicht, muss ich checken. Warum ist sie nicht hier so hilfreich wie in Resident Evil Filmen? In den Resident Evil Filmen. Wow, habt ihr das gesehen, Alter? Ninja Valentine hat's wieder mal geschafft, ey. Kranke Scheiße, ey. Wuhu! Ohne Hit. Das ist das erste Mal in, keine Ahnung, vielen Jahren, dass ich das mal geschafft hab, ey. Oh Mann, ey, diesen scheiß Weg. GG. Thanks, Bro. Und jetzt steht hier der eine Krüppel hier. Ach, der kotzt nur? Wie einfach. Der hat aber echt was Schlechtes gegessen. Stimmt hier von Ferrero irgendwelche Nutella-Produkte, Alter. Yeah, boy. So, jetzt holen wir uns die... eine Kacke hier. Drei Kacken. Das war ja ätzend, ne? Dass man hier immer wieder die Dinger umdrehen musste, um diese Pins hervorzuheben. Gib mir das Schmuckstück, Alter. Da war einer echt dedicated, war, der das Ding da in sein Grab eingebaut hat. Und weg hier. So, jetzt kommen wir der Residenz auch immer näher. Oh, Brad schon wieder, Alter. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Sammel doch! Nimm das! Scheiß Vieh, ey.
Die Hunde haben die echt ätzend gemacht hier in diesem Remake. Fand ich die in Resident Evil 1 viel angenehmer im Original. Ja, immerhin ist Brad nicht zurück zum RPD geflogen, da hast du recht. Chicken Heart, Brad. Das Einzige, was ich schade finde am Remake, ist, dass die nicht die, nicht von den Cutscenes, dass sie nicht die Cutscenes in höherer Auflösung haben. Das ist echt nervig. Kommen die jetzt schon runter? Ne, noch nicht. Erst auf dem Rückweg, glaube ich, ne? Dein Schlängelchen. Aber hier kommen Schlangen runter, aber die normalerweise treffen die einen nie. Normaler. Wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß warum. Scheiße, jetzt werden die mich treffen, Alter. Das war ein Fehler. Doch nicht, Gott sei Dank. Ja, die kleinen Schlangen sind echt das Ätzendste hier an dem ganzen Spiel. Da habe ich sogar noch die großen Spinnen lieber. Außer die fette Tigerspinne da. Nehmen wir doch mal mit was. Ah, ne, kann ich nicht. Machen wir mal Folgendes. Ja. Und eins lasse ich mal hier, falls ich hier vorbeilaufe und ich das mal brauchen sollte. Hier ist der Safe Room. Mal ein bisschen Item Organizing hier. Dann nehmen wir uns das Ding mit. Kann ich nicht, okay. Lass mal die Truhe. Oh, ich habe sogar noch ein Erste-Hilfe-Spray. Es kommt nach oben. Mache ich denn? Ja, klar kennen wir die Riesenfrösche. Die asozialen Viecher. Da hast du doch auch einmal so voll lange dran gesessen, ey. Was hast du da gemacht? So ein No-Hit-Run oder sowas? Oder was war das? Ein Messer? Ich weiß es nicht mehr genau. Das brauche ich erstmal nicht. Das auch nicht. Ja, das sind echt schlimme Gegner. Ich kann mich auch noch an die erinnern, Alter. Ein Haps und dann bist du schon im Maul von denen. Ganz, ganz schlimm. Ach so, ja, speichern wollte ich jetzt mal. Meine PS4 ist fast geflogen. Glaube ich dir. Hast du mir erzählt. Das ist auf jeden Fall frustrierend, vor allem wenn es nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals hintereinander. Das ist dann, glaube ich, das Allerschlimmste. So. Jetzt kurz überlegen.
Ach ja, hier komme ich nicht rein. Aber da komme ich rein. Hier kann ich ein paar Sachen einsammeln. So, Leute, ich mache auch nicht mehr lange. So noch... Oh, fuck. Noch höchstens... Keine Ahnung. Nicht schießen. Ich wollte nur das Buch haben und die Schrotflintenmunition. Der Rest ist irrelevant. Jetzt guck mal, wie dumm die sind. Oh nein. Aber nicht vergiftet. Immerhin. Resident Evil Zero an sich ist schlimm. Nicht nur die Frösche machen Resident Evil Zero schlimm. Einfach alles macht Resident Evil Zero schlimm, Alter. Das Itemsystem ganz voran, ey. Allen voran. So, wo muss ich zuerst rein? Hier, ne? Die Schlüssel. Das mache ich auf jeden Fall auch nicht weg. Ah, Cutscene. Barry! But it's not necessary to destroy stars. What about my family? Okay, jetzt stellen wir ihn zur Rede. Hey, mit wem hast du da geredet, Barry? Barry? Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry. I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Da liegt Wesker unterm Bett, der alte Bouilleur, ey. Okay. Naja, das war... Wie schnell haben die bitte die Möbel wieder zurechtgerückt? Das ist doch echt traurig. Oh, jetzt kommt mein Lieblingspart. Oh. Mal, war hier nicht noch die Self-Defense-Gun? Ah, nix. Alte Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Bett. Anscheinend hat jemand auf einige der Zeitungen Sperma gespritzt. S.D. Barry? Ja, S.D. Barry, Frau. Das ist das mit Abstand behindertste Rätsel im ganzen Spiel. Warum, Capcom? Warum? Was soll das hier? Das ist doch nur künstliche Zeittreiberei. Kisten schieben, Alter. Wenn dir nichts Besseres einfällt, bring die Kisten ins Spiel.
Kisten regelt alles. Und Leute, freut ihr euch wieder auf Weihnachten? Eine Frage, ne? Mitten im Hochsommer. Boah, wenn jetzt die kleinen Schlangen von der Decke fallen würden, während ich hier die Kisten schiebe. Junge. Oh, guck mal. Ich hab das gar nicht aufgemacht. Dann würde ich ausrasten. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Heilung, als ich eigentlich will. Und ich hätte auch das Buch ablegen können, aber ich glaube, platzmäßig sollte das. Ich habe die Area gehasst. Ich fand die Haie immer cool, vor allem im Remake fand ich die mega geil. Dieses Areal, aber ich hatte eigentlich immer Glück, dass die mich nicht erwischt haben. Ich hoffe, das Glück bleibt mir erhalten. Ja, anscheinend. So blöd. Oh, Scheiße! Was habe ich vergessen? Oh, Scheiße, ich habe was vergessen. Werde ich jetzt gefressen? Passt. Oh, Scheiße, ich habe irgendeinen Schlüssel vergessen. Boah, hab ich Luck. Ich bin gerade komplett im falschen Film. Was habe ich denn vergessen, Leute? Ich habe den Schlüssel nicht. Und den Schlüssel, den kriege ich erst, wenn ich da oben war. Oder muss ich hier... Komm ich raus. Okay, krass. Ich habe das tatsächlich vergessen. Mal zurück. Was? Jetzt liegt er mir hier immer im Weg. Ach ja, ich muss in ein dieser Badezimmer gehen. Naja. Wo war denn der Schlüssel? Hier. Erstmal den Schlüssel. Wieso kam der aus der Badewanne raus? Ich dachte, der kommt erst raus, wenn man den Dings gezogen hat, den Stöpsel. Hä? Komme ich jetzt hier rein mit dem? Naja, ich muss erstmal wieder zurückrennen. Krass, mein Lieblingsteil, mein Lieblingspart von Resident Evil Remake habe ich total vergessen, wie das geht hier. Nice. War nicht schlecht. Hier in die Tür muss ich rein. Wo ist die? Kann ich auch das... Ah ne, das Buch lasse ich mal. Das brauche ich auch gleich. Gepflanzt. Soll ich das scheiß... Dings... Rätsel machen noch? Ja, nehme ich gerne mit. Warte mal, ist hier noch was Wichtiges? Ach ja.
Ach, das war so doof von mir. Ich hätte hier nicht reingehen sollen. Fällt er runter? Ach. Fällt er jetzt runter oder erst, wenn ich im Bad bin? Ach, erst, wenn ich im Bad bin. Gott sei Dank. Oh, erstmal das mit dem Gift weg. Dann das weg. Das weg. Das weg. Jetzt kriege ich nämlich den Schlüssel für den einen Wichsraum da. Ja, ist der Raum nochmal? Atelier? War hier einer drin? Ja. Kontrollraumschlüssel. Mit dem Kontrollraumschlüssel muss ich jetzt unten ins Wasser gehen, wo der Hai war. Stimmt. Ich mache jetzt nur noch diesen Residenz. Ich mache jetzt nur noch den Part mit dem Hai fertig. Und dann beende ich den Stream für heute. Und dann gucken wir mal, wenn morgen das Wetter mitspielt. Wenn jetzt nicht so ein mega hartes Gewitter ist, dann streame ich morgen auf jeden Fall weiter. Scheiße, natürlich drehen die sich jetzt genau falsch. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank. Ja, das erste Mal, dass ich von einem Hai erwischt werde, aber weil ich auch so dumm war und den Schlüssel nicht vorher besorgt habe. Naja, was soll's. Das war auch so ein Part, den ich gehasst habe. Vorsicht, Ventil 3, alles klar. Oh, da ist noch. All doors to achieve maximum safety. Scheiße. Reaching 30% of pressure threshold.
Ventil 3 war das. Reaching 50% of pressure threshold. Activate emergency drainage system immediately. Boah, das hat mir damals so Schiss gemacht. Im ersten Durchspielen. Nice. Das war's auch schon. Nur noch das Leckerli hier mit. Perfekt. Win-win-Situation. Zwar angefressen, aber wenigstens wieder was zurückgekriegt. Oh, die Sonne, die knallt mir ins Gesicht. Warte mal, hier war doch irgendwo Magnum-Munition. Schrot. Und dann glaube ich, hier war irgendwo Magnum. Ach, Quatsch. Nee, hier noch nicht. So easy. Es gibt Leute, die haben das nicht gecheckt, ne? Ich habe mal so einen Rocket Beans Livestream geguckt. Die haben dieses Rätsel überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte so, wie dumm muss man sein, Alter, um das nicht zu kapieren, ey. Boah. So, jetzt habe ich den Galerieschlüssel. Wo ist denn die andere Tür, wo ich durch kann? Ah, hier. Ist doch die, oder? Oder ist das das Doppeltor da? Es war das Doppeltor. Hier ist die Magnum-Munition. Nice. Fast wieder zu Hause. Ja, dann weiter. Jetzt in die Galerie. Scheiße.
Jetzt killen wir erstmal hier die ganzen Bienen. Machen wir mal einen auf Kammerjäger. Platsch, platsch, platsch. So. Dem Schlüssel komme ich jetzt da rein. Nicht wahr? Dann kann ich jetzt schon mal da hingehen und das Buchrätsel machen. Was kein richtiges Rätsel ist. Erstmal das Bad abchecken. Nix. Okay, hier ist einfach gar nichts. Okay. Interessant. Verwenden. Hä? Ach so, ja. Erstmal das weiße Buch rausziehen. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe UMB Nummer 20 einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu... Aha, aha, aha. Also Nummer 3 ist rot, gelb ist gelb 6 ist gelb, Nummer 7 grün, Nummer 10 orange, blau, dunkelbraun. Okay. Schwerste Rätsel des ganzen Spiels. So, ich gehe da aber noch nicht rein. Ich möchte jetzt erstmal noch dieses V-Jolt machen, das auf die Pflanze gießen. Vielleicht kommt dann Barry, glaube ich. Der hilft mir dann, oder? Dafür muss ich aber zurück zum Safe Room und mein Feuerzeug holen. Ist ja kein Problem. Die Zeit haben wir noch. 20 Minuten sollte ich das auf jeden Fall schaffen. Nicht da lang. Okay. Weg. Weg. Das lasse ich mal. Was wollte ich noch mehr mitnehmen? Ah, das Feuerzeug. Ist die Tür da? So, jetzt muss ich hier wieder rein, leider. Scheiße.
Okay, die scheiß Spinne ist hier noch unterwegs, ne? Genau da, Alter. Das ist orange oder rot, oder was ist das? Das ist das Katzenauge. Orange ist Katzenauge, okay. Das hier ist gelb. Wimpern ist gelb. Drei Wimpern gelb. Orange Katzenauge, drei Wimpern gelb. Ich hoffe, das funktioniert so. Pupille. Orange Katzenauge. Wimpern gelb, grün Pupille. Das heißt, also rot, gelb, grün. 3, 5, 6. Drei, fünf, sechs. Drei, fünf, sechs. Ich glaube, das ist 3, 5, 6. Oh, scheiße, was mache ich denn, ey? Das Feuerzeug weg. Gegen die Pflanze war am besten Brandgranaten, oder? Ich glaube ja. Okay, 3, 5, 6. Orange, gelb, rot. Ich hoffe, ich krieg das hin, ey. Katzenauge war rot. Und rot war 3, 5, 3. Das war 3, 5, 6, ne? Warte mal, was war das mit den Wimpern nochmal? Das war rot. Ah! Nice. So, Freunde der Sonne. Eine leere Flasche. Jetzt gucke ich mal was hier an, was hier steht. 1 plus 3 ist gleich 4. 4 plus 6 ist gleich 10. 1 plus 6 ist gleich 7. Und 10 plus 7 ist gleich 17. Und 17 plus 3 ist gleich 20. Jetzt muss ich hier mal in den Akten nachschauen. Und zwar war das Residenz.
3 ist rot, 6 ist gelb, grün, 7. Okay. Also, ich muss erstmal hier machen. 1 ist immer Wasser. Und dann plus... Eins plus drei gleich vier. Was war drei nochmal? Drei war rot. Das ist rot. Ach so, ein Behälter. So, jetzt muss ich das kombinieren mit das. Jetzt habe ich Violett. NP004. So. So. Hier. Dann 4 plus 6. Au. Was war das 6 nochmal? Das nervt schon jetzt, ey. 6 ist gelb. Das heißt, ich muss jetzt den gelben füllen und mit dem Nummer 4 mischen. Kombinieren. Jetzt habe ich Nummer 10. Und jetzt 1 plus 6, also Wasser plus Gelb. Hallo. Wasser plus Gelb ist grün. Und jetzt muss ich, glaube ich, 10 mit 7 mischen. Ja, und dann 17 plus Rot, okay. Das, kombinieren das. Und jetzt brauche ich noch den einmal den Roten. Baujolt. Nice. So, jetzt gehen wir mal die Wurzel bearbeiten. Und danach ist auch für heute Feierabend, meine Freunde. Natürlich wäre jetzt noch eine Itembox geil, ne? Da müsste ich aber viel zurück. Ich muss so oder so zurück zum Speichern, egal. Ich hoffe nur, der eine steht hier nicht auf. Nervensäge. Ich glaube, am schnellsten komme ich jetzt hier wieder über den direkten Weg hin. Ah, nee. Komme ich da überhaupt noch mal hin? Ich glaube ja. Oh, komm da hin. Über den Weg nur. So. Was geschafft, Leute? Fast seid ihr befreit von meinem Stream. Als ob so viele hier zugucken würden. Hohohoho.
So, einmal hier links lang. Dann hier rein. Hallo, Pflänzchen. Bisschen Vitamine. Ach, geil. Hat er jetzt alle weg... Ach, geil. Der hat die alle weggeschmissen. Nice. Okay. Das heißt, Leute, ich werde jetzt nur noch zum Safe Room gehen. Den Spielstand speichern und morgen werde ich definitiv nochmal weiter streamen. Wenn's recht ist. Wenn nicht, auch egal. Ich streame trotzdem. Irgendwie macht das Spaß. Ich habe noch nie so richtig extrem lang gestreamt, so jetzt. So. Immer so Teststreams gehabt, so 10, 20, 50 Minuten. Macht schon Spaß. Also, wenn ihr Bock habt, seid morgen auch wieder dabei. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr. Kommt halt darauf an, wie stark das Gewitter hier ist in Nordrhein-Westfalen, in der Gegend, wo ich wohne. Wenn es nicht zu stark sein sollte, dann werde ich auch vielleicht um die gleiche Zeit oder vielleicht sogar etwas später streamen und dann halt irgendwie bis 10 oder bis 11 abends und so weiter. Dass da halt vielleicht mehr Leute die Chance haben zuzugucken. Die Lust haben. Und ich versuche halt nochmal das mit dem Randomizer irgendwie hinzukriegen. Das wurmt mich schon extrem. Meine Fresse, ich hab's geschafft. Ich wusste, der steht jetzt auf, der Wichser. Alter. Okay, Junge, junger Mann, beruhigen Sie sich. Hilfe ist unterwegs. So, einmal. Ah ne, jetzt kommt nichts mehr. Die sind ja dead, die Wurzeln. Oh. Die sind walking dead. So, damit haben wir jetzt gespeichert. Nein, ich will nicht nochmal speichern. So, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal herzlich fürs Zuschauen an diejenigen, die dabei waren. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann haut es raus in den Kommentaren. Scheut euch nicht davor. Und ja. Vielen Dank nochmal und bis morgen Abend dann. Auf Wiedersehen.